Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir werden heute mal wieder über Wrestling sprechen, was wir ja so ab und an mal tun. Und wir widmen uns heute einer neuen Matchart. Und zwar wollen wir heute über Rumbles und über Battle Royale sprechen. Und wie ihr hört, ich rede wieder von wir. Also bin ich nicht alleine. Ich habe heute mal wieder die Stammbesetzung dabei. Das ist einmal der Sebastian. Hallo Sebastian. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und einmal der Daniel. Hallo Daniel. Hallo zusammen. Ja, ihr zwei, wir machen unseren letzten Podcast vor unserer Augustpause, zeichnen wir heute auf. August ist ja bei uns ein bisschen Ruhephase. Wir steigen im September wieder ein und wollen mal wieder über Matches reden, und zwar über Rumbles oder Battle Royals. Meine erste Frage an euch, fangen wir mal mit Sebastian an. Sebastian, lieber Battle Royale oder lieber Rumble? Ich würde sagen lieber Rumble, weil ich da einfach... Allein schon vom Konzept her, dass eben die Leute einzeln reinkommen in der Regel, sehe ich einfach die größere Option für Überraschungen. Mhm. Daniel, wie ist das bei dir? Ein Debüt ist überhaupt eine Rückkehr oder so. Ja. Ja. Daniel, wie ist es bei dir? Also, so Battle Royale Matches, die gibt es natürlich schon viel, viel länger auch. Also seit, laut meinen Recherchen, über 300 Jahren sind diese Art dieser Kämpfe schon bekannt. Und es gibt sogar Auflagen, uralte Ausgaben von der Flying Post in der Daily News of London, wo schon von Battle Royals gesprochen wird. Trotzdem ist die etwas neuere Abwandlung Royal Rumble für mich viel, viel besser. Man hat immer die Überraschung, die Leute kommen einzeln rein, das manchmal bis zu 30 Mal oder noch öfter, dass immer wieder, wer kommt jetzt als nächstes, wer wird es sein, das finde ich einfach interessanter. Deshalb für mich auch Royal Rumble Matches. Ja, bin ich bei euch. Ich mag auch die Überraschung, dass man halt schon mal überrascht werden kann, wer kommt. Und auch einfach, dass du immer wieder mit jemandem, der neu reinkommt, ist egal, ob es jetzt eine Überraschung ist oder jemand, den man erwartet hat, es gibt da immer eine neue Dynamik. Bei der Battle Royale ist das, wirkt es immer relativ eingefahren von Anfang an. Da kann man zwar auch neue Dynamiken entsprechend auslösen, ist aber nicht so häufig. Und der Rumble bringt halt da immer dieses Neue rein, was aber auch eine Krux ist, denn es gibt ja so Rumbles, wo du dann den Finisher-Entrance hast, das heißt reinkommen, Finisher verteilen, auf dem Boden liegen, und das finde ich dann wiederum beim Rumble nicht so schön, dass man dann so immer dieses Gleiche wieder macht. Also das ist so ein bisschen die Krux dabei, aber trotzdem, Rumble bietet mir auch den größeren Spaß und ist auch eine meiner liebsten Matcharten generell, weil man da halt wirklich auch viele Aufeinandertreffen sehen kann, die man sonst noch nicht gesehen hat. Finde ich immer sehr spaßig. Auf jeden Fall eine tolle Idee, die Pat Patterson uns da hinterlassen hat. Ja, mein Gott, ist auch schon ziemlich lange her. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Das ist im Grunde der Reiz des Rumble, ne? Dieses Überraschungen, immer was Neues. Was ist denn für euch der Reiz einer Battle Royale, Daniel? Was ist da drin so der Reiz in dieser Matchart? Also bei einer Battle Royale, bei einer reinen Battle Royale, ist immer dieses Alle-gegen-alle-Gefühl. Das heißt, jeder gegen jeden. Du hast Konstellationen, wenn auch in einem kleineren Rahmen, da der Ring natürlich besonders überfüllt ist, die einfach dann stattfinden, die du vielleicht vorher auch noch nicht gesehen hast. Der Riesengroße gegen den Superkleinen oder auch vielleicht auch die Dame gegen den Mann, wie bei der WXW jetzt auch schon gesehen. Du hast halt besondere Sachen, die du einfach machen kannst, so kleine Schlachten, die dann geschlagen werden in so einem Battle Royale Match. Das macht die Sache interessant und natürlich dann auch, wer wird gewinnen? Wer ist am cleversten? Wer kann die anderen vielleicht austricksen? Wer ist vielleicht der Stärkste? Kann die meisten rausschmeißen? Wer kann sich hier behaupten? Welches Individuum von dieser Masse an Leuten kann sich hier behaupten? Das ist schon immer ganz spannend. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Sebastian, was reizt dich an einer Battle Royale, wenn du die siehst? Was gefällt dir da dran besonders? Was ist für dich so das Interessante? Also ich würde sagen, die Möglichkeit für einen überraschenden Sieger. Mhm. Weil bei einem Royal Rumble hast du halt am Ende des Matches in der Regel noch so 4-5 Leute im Ring. Wo dann auch mal nochmal ein Underdog dabei ist in der Regel. Aber bei einer Battle Royale, da kannst du halt schnell gehen. Da sind dann mal 5 Leute auf einmal raus und dann stehen halt noch 2 im Ring. Und dann hast du halt einmal entweder den Megastar und irgendeinen Upcoming Superstar, sag ich mal. Und da ist halt einfach die Chance höher, sehe ich zumindest, dass eben dann auch mal Leute gewinnen können, die eben nicht von Anfang an irgendwie klar waren.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie findet ihr es denn, wenn ein Rumble so ein bisschen so eine Battle Royale auswächst? Ich habe heute noch von MLW mir das Battle Royale 3 ist, glaube ich, angeschaut. Und da ist es so, die haben einfach erstmal den Ring gefüllt mit 15 Leuten oder sowas. Und dann erst Okay. langsam angefangen zu eliminieren. Wie findet ihr so eine Konstellation? Sebastian, bleibt ruhig direkt dran. Du hast ja gerade so schön erzählt. Da muss ich drüber nachdenken. Also, das habe ich. Ich hab das mal gesehen, den Battle Riot, glaube ich. Ich glaube, den zweiten. Aber das ist ja generell so ein Rumble-Ding, wenn halt so viele auf einmal im Ring sind. Ist das was Ja. Gutes oder ist das eher dann, widerspricht das ein bisschen dem Prinzip des Rumbles? Ach, das kann gut und schlecht. Also, da kommt es wirklich aufs Booking an, finde ich. Du hast halt ganz viele kleine Sachen, die du verfolgen kannst. Du kannst Fäden fortsetzen, die es schon gab. Du kannst aber auch neue Fäden beginnen, wenn irgendwer irgendwen rauswirft, zum Beispiel. Das ist halt auch mit der einfachste Weg, Ja. finde ich immer. Ich würde ja sagen, für mich ist ja die Maximalzahl eigentlich bei einem Rumble, die gleichzeitig im Ring sein dürfen, für mich persönlich sind 10 Leute, weil du hast 4 Ecken Okay. und 2, die in der Mitte sind. Damit es nicht zu voll ist und du noch einen Überblick hast. Aber das ist auch pure Geschmackssache, glaube ich. Ja, also ich finde auch, also 10 ist okay. 15 finde ich geht auch noch. Dann kannst du halt in die Ecken jeweils noch einstellen. Und der andere steht dann in der Mitte mit dabei. Also es geht alles, aber also es hat halt alles seinen Reiz, finde ich. Ja, das ist wohl wahr. Es gibt halt für und wie, das kommt da halt wirklich, wie du schon sagst, komplett aufs Booking an. Ne? Und das funktioniert, dann ist es gut. Wenn das Booking halt Banane ist, dann kann es noch so viele oder wenige Leute im Ring sein, dann bringt das halt alles nichts. Das ist einfach so. Lasst uns mal in die Battle Royals als erstes einsteigen. Und zwar gibt es da natürlich auch, ja, die nicht so guten Stile von Battle Royale, die leider auch oft von der WWE ein bisschen geprägt sind. Und zwar, es gibt bei der WWE ja diese Ära, ne? Es gibt ja hier die Attitude-Ära und so weiter. Und wenn es ums Frauenwrestling geht, habe ich das Gefühl, hat die WWE so eine inoffizielle Sexismus-Ära noch mit dabei. Also wenn die an die ganzen Pillow-Matches denken und sonstiges. Und da gab es auch mal eine Battle Royale, und zwar die Fulfill Your Fantasy Battle Royale. Eine WWE Damen Battle Royale. Mit dem Zusatz, dass die Damen bestimmte Kostüme getragen haben. Also Hausmädchen, Krankenschwester, Schulmädchen und so weiter. Boah, habt ihr das mal gesehen? Dieses, ich sag's mal ganz ehrlich aus meiner Sicht, dieses Elend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, bis ich das gerade eben gelesen habe in deinem Handout, habe ich das völlig vergessen. Ist vielleicht gut so. Und ich gucke mir gerade Bilder davon an. Oh mein Gott. Also das mag für pubertierende Jungs, der ich ja auch mal war, ganz sicher eine schöne Sache gewesen sein, aber aus dem heutigen Standpunkt, um Gottes Willen. Ja, schlimm, oder? Daniel, wie siehst du das? Ja, es sind halt die 90er. Also, ja, Na, aber. Moment, das stimmt so nicht. Die letzte war, als ich das sehe, 2004. Ja, gut. Eieieiei. Ja, gut, bei der WWE ist das ja immer so etwas 4 Jahre versetzt. Also, wenn etwas aktuell modern ist, dann kommt das bei der WWE 4 Jahre später auf. Da gibt es so eine Regel. Nein, das ist also. Nee, das kann man heute. Zutage zum Glück nicht mehr bringen und das ist halt nicht interessant, nicht, da ist nichts bei gewonnen. Und das ist auch einfach für die Damen, die dann da drin sind, wo ja auch nicht nur welche drin sind, die halt vom Wrestling nicht so viel verstanden haben, sondern wirklich Wrestlerinnen drin waren, ist das einfach auch traurig, dass die auf sowas reduziert werden, wobei die eigentlich viel mehr können. Und leider konnte die WWE das gut, kann es heute auch noch ab und an, aber Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Und ja, das sollte im Giftschrank verschwinden und nie wieder ausgepackt werden. Daniel, wie sieht's denn aus mit Reverse Battle Royale? Da gab's doch auch mal sowas. Wie stehst du denn dazu? Also das ist so ein typischer Vince Russo-Kram. Das ist, wenn die Hälfte der Leute es in den Ring geschafft hat, dann wird es auf einmal ein normaler Battle Royale. Das ist, warum macht man dann nicht einfach einen Battle Royale? Es gibt keinen Grund, warum die Leute erst außerhalb des Rings wresteln, um dann reinzukommen, um dann wieder raus. Es ist einfach vollkommener Schwachsinn einfach. Das ist einfach, es macht gar keinen Sinn. Es ist dann auch nicht unterhaltsam, weil es einfach, ja, Quatsch ist. Ja, es ist ganz merkwürdig, oder? Also diese Ja. Idee, es ist so, ja, es ist sowas für jemanden, der sich nicht entscheiden kann, finde ich. So Ja, fühlt sich das das an. ist, du nimmst ein funktionierendes Konzept und verkomplizierst es
in den Schwachsinn hinein. Aber das ist typisch Vince Russo, das Ja. hat er sehr oft getan. Ja, der hätte, wenn Ja. der noch lange weitergemacht, der hätte auch irgendwann so Sachen gemacht, ja, wir machen jetzt ein Käfigmatch, aber ihr kommt nur aus dem Käfig raus mit dem Schlüssel. Den Schlüssel, dafür müsst ihr erst über den Käfig drüber klettern, den im Backstage-Bereich aus dem Büro holen, dann wieder reinklettern, dann den Käfig aufschließen. Das wäre so eine Matchform gewesen. Ja. Gut, der soll ja auch einiges Gutes gemacht haben, aber diese Ja, Matchform, schlimm. also Bentley Games war zum Beispiel unglaublich wahnsinnig genial von ihm, aber die meisten Sachen sind halt nicht so toll gewesen. Ja, schon irgendwie sehr speziell, ne? Ja, Sebastian, Battle Bowl, erinnerst du dich daran, was dahinter Nee, steckt? überhaupt gar nicht. Ja, dann erkläre ich's dir. Aber ich muss auch sagen, das ist ja scheinbar aus den Anfang der 90ern und da war ich noch zu klein für Wrestling. Ja, stimmt. Ja, Battle Bowl hat auch so eine ganz großartige Stipulation. Es sind zwei Ringe. Man startet im ersten Ring, dann so, wen schmeißt man den Gegner in den zweiten Ring? Aus dem zweiten Ring kann man ihn dann eliminieren. Genauso habe ich Wow. auch gedacht. Diese Ruhe kam Wa bei mir auch. warum geht Wow. man denn nicht gleich in den anderen Ring? Oder Der ist ja schon da. warum startet man nicht in zwei Ringen mit 60 Leuten? Sowas gab es auch mal, soweit ich weiß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen, ja, wie kann man es vergleichen? Mir fiel vorhin noch was ein dazu, wo du so eine Vorstufe hast, dass du erst. Das ist im Grunde wie so ein, ja, fast ein Two out of Three Falls Match. Du machst quasi den ersten Fall mit dem Slam in den einen Ring und dann den zweiten, den du übers Seil eliminierst. Das ist ein bisschen komisch. Bei Ich dachte Vince gerade so Russo was hättest du Ähnliches, ja. wahrscheinlich nochmal in den ersten Ring zurückgemusst und dann erst eliminieren. Was wolltest du sagen, Sebastian? Ich dachte, das kam mir auch gerade in den Sinn, dieses Two out of Three Falls Match, wo du halt quasi ein Teil des Matches für völlig egal erklärst. Richtig. Wenn es jetzt ein klassisches Two out of Three Falls Match ist, wo es erst einen Fall, dann der Ausgleich gibt. Ist auch das Match, was für mich mit am wenigsten funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil es zu selten mal ein 2-0 Absolut. gibt. Ja. Oder ein gut gebuchtes 1-1. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal bei der WXW ein Tag Team Match. Da war, glaube ich, Ringkampf mit involviert. Da war der erste Fall ein Double Countout. Ach Gott, okay. Ja. Bin ich voll dabei, das ist echt okay. Ja. Aber alles andere ist irgendwie immer Quatsch. Ja, schwierig, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Der ganze Kram. Das muss man schon sagen. Ja, Battle Bowl haben wir drüber gesprochen. Dann haben wir noch so schöne Sachen wie Bankhaus Stampede. Daniel, hattest du das dir mal angeguckt, was dahinter steckt? Also du hattest hier als Quelle angegeben, Jahr 1988. Da kann ich mich nicht mehr so gut dran Da erinnern. warst du noch ein feuchter Traum, mein Freund. Aber ich habe mich informiert. Und zwar ist es quasi ein Battle Royale, wo man einfach Waffen hinzufügt und dann auch besondere Kleidung einfach trägt. So Jeans oder, sag ich mal, so Straßenkleidung. Es ist quasi ein Street Fight in Battle Royale Form. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes, ist halt typisch im Wrestling. Wir haben eine Matchart und jetzt fügen wir Waffen hinzu. So, fertig. Also, mich wundert tatsächlich, dass dieses Match den Weg noch nicht in AEW gefunden hat. Muss ich ganz ehrlich Ja, sagen. ein Bankhaus-Match hatten sie ja schon, ne? Ja, ja. Bankhaus hatten sie schon, aber noch kein Bankhaus Stampede. Also, wir sind dann noch nicht weit von entfernt. Das wird irgendwann mit Sicherheit kommen, weil ja auch Cody Rhodes ein großer Befürworter der NWA und frühen WCW-Jahre ist. Und ja, also kann man natürlich machen, aber ist halt, das Konzept an sich funktioniert schon. Man braucht eigentlich die Waffen nicht dazu. Ja, richtig. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich das gerade so durchlese, ich hätte da schon Bock drauf. Ja, aber ich weiß halt auch nicht. Ich finde es auch eine Verkompliz nicht Verkomplizierung, aber ist halt, das ist halt wieder so, wir machen es so ein bisschen härter. Im Grunde. Ne? Wenn er nicht rausgehen will, dann nehme ich halt noch den Kendo-Stab und schlag nochmal Dann hau ich hinterher. ihn nochmal auf der Mappe. Ich sehe mich gerade auch, da gab es wohl in, es gab insgesamt 4 Stück. Die hat alle Dusty Rhodes gewonnen. Wen wundert's? Und man konnte wohl auch Geldpreise gewinnen. Ach In Gott. einem Match gab es 25.000 Dollar Preisgeld und irgendwann mal auch 100.000 Dollar. Und Ich dazu sag noch Tor euch, 1. dieses Match wird definitiv in den nächsten Jahren bei AEW zu Ah, sehen sein. sehr gerne, Ja. sehr gerne, ja. Da bin ich ja schon mal gespannt drauf, wie das so wird. Ja,
Wir erweitern um einen Ring. Wir gehen, also sogar um zwei wieder. Wir gehen von einem Ring auf drei Ringe mit World War 3. Und zwar das Ganze von der WCW 95 durchgeführt. Wir haben drei Ringe. Wir haben 60 Teilnehmer, 20 in jedem Ring. Und wenn nur noch 30 über sind, kommen sie in einem Ring. Und da wird dann das Ende ausgekämpft. Was für ein Quatsch. Ja, okay, ah, dazu hast du auch mal eine Show, ne? Ich meine, gut, wenn man heute sowas machen würde, kannst du wenigstens auch eine Wrestlinghalle voll machen damit. Ja. Das geht natürlich auch. So viele Leute musst du erstmal haben. Gut, WWE, AEW haben die, ja, aber 60 Leute? Das ist eine teure Show, wenn die alle bezahlen muss. Ja, auch wieder ein Konzept, ähnlich wie das, was er vorhin hat mit den zwei Ringen, ne, muss nicht sein. Es ist halt, wenn du zu viele Leute hast und der Ring reicht nicht mehr aus, weil einfach nicht mehr kein Platz mehr da ist, dann stellst du halt noch zwei weitere dahin, damit du noch mehr machen kannst. Ich glaube, wäre das so weitergegangen, wären irgendwann 10 Ringe aufgebaut und 200 Wrestler würden sich da prügeln. Ja, aber dann also, an drei Standorten und die müssen dann, wenn nur noch 30 Mal, dann müssen die sich in der Mitte treffen quasi. Genau, dann müssen die sich in den Bus setzen und bei Wrestling da drin auch noch. Nein, Quatsch, du machst einfach keinen Ring in die Halle und du musst einfach jeden Wrestler aus der Halle rauswerfen. Ah ja, genau. Ja, aus der Halle und um die Halle herum ist hoffentlich irgendwo so ein Wassergraben, wo die dann alle rein. Ja, mit Krokodilen. Genau. Das ist dann der Mittelalter-Battle, die Mittelalter-Battle-Royale. Wir sollten, wenn WCW jetzt noch existieren würde, ich glaube, wir hätten da einen sicheren Job als Booker. Die kommen doch zurück, Daniel. Ich glaub, ja, die kommen ja zurück. Ja, wir hätten auch Spaß. Alle vier Wochen gibt es doch da diesen neuen Twitter-Account. Genau. Ach echt? Habe ich auch gerade mitgekriegt. Ja. WCW 2022 geht's wieder los. Ja, ja. Ach schön. Ja, warum nicht? In Zuso braucht auch mal wieder was zu tun. Und Hulk Hogan muss doch auch mal wieder irgendwo antreten können. Also irgendwo, wo wir die 10 neuen Ring lassen. Ach, ja, kommen wir mal langsam zu den besseren Battle Royals, würde ich sagen. Daniel, an dich. Dynamite Dozen Battle Royale. Die erste Battle Royale bei AEW, wo es um den AEW Ring ging. Wie fandest du diesen Aufbau und diese Idee der Battle Royale? Ja, also was hatte die schon viel anders als normaler Battle Royale, nur dass es am Ende um diesen Ring geht, der zwischendurch mal Einsatz findet bei AEW, der immer, beide wurden ja von MJF gewonnen auch, ist ein ganz normaler Battle Royale eigentlich. Du gewinnst nichts ganz Großes. Es ist einfach nur, um noch ein paar mehr Wrestler während der Show zu zeigen. Die ist nicht wie normale, denn am Ende gewinnen zwei und die treten in der nächsten Woche gegeneinander an. Ja, stimmt. Aber ganz speziell. Stimmt, aber der zweite Teil gehört ja eigentlich schon nicht mehr zum Battle Royale. Ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Also ich finde es vergleichbar wie mit dem nächsten Battle Royale. Ich finde, das kann man zusammenpacken, dem Andre the Giant Memorial Battle Royale. Das ist das Gleiche, finde ich. Das ist einfach ganz normaler Battle Royale mit einer besonderen Bezeichnung. Das ist einfach da ist nichts Besonderes. Genauso wie damals der WrestleMania Gimmick Battle Royale. Das war ja auch dasselbe. Das war einfach nur ein Battle Royale Match, wo ja der Iron Sheik gewonnen hat, weil er den Bump aus dem Ring nicht nehmen konnte. Deshalb ist er der Gewinner geworden, weil er konnte nicht rausfallen. Ja, nur Andre the Giant im Verhältnis zu der Dynamite Dozen, finde ich zumindest, die Dynamite Dozen hat danach noch einen Sinn. Die Andre the Giant ist halt einfach da. Und da passiert eigentlich nie was. Das stimmt. Da geht es um die Leute zu zeigen, genau wie damals bei dem Over the Budget Battle Royale, der ja laut Dave Meltzer der beste Battle Royale aller Zeiten ist. Ja. Aber er ist halt auch wie ein gewöhnlicher Battle Royale, wie die anderen auch. Da gibt es halt wenig Variationen. Ne? Mal hast du Waffen mit drin, mal hast du ein paar Ringe mehr, mal hast du danach noch ein Match nach der Battle Royale, aber vom Prinzip her ist da nicht so viel Spielraum, wie wir es beispielsweise bei einem Rumble-Match haben, wo man ja mit verschiedenen Möglichkeiten, Leute zu eliminieren, noch viel mehr machen kann. Ja, dann würde ich sagen, wir wechseln mal zu den Rumble-Matches rüber und haben natürlich auch da ganz große Highlights bei. Und zwar eins der ersten, was ich gefunden habe, ist das Square Go von Insane Championship Wrestling. Sebastian, hast du dir mal angeguckt, was das Square Go ist als Royal Rumble oder als Rumble? Natürlich als gute Vorbereitung, natürlich.
mache ich das nicht gerade jetzt im Moment. ja, also. Das ist so ein Twitter, das Ding. Das ist eine Mischung aus Rumble und Money in the Bank Match quasi. Ah, okay. Das ist aber cool. Also, es klingt zumindest cool. Ja, das ist irgendwie, also ich habe es jetzt, es ist im Grunde eine Over-the-Top-Battle Royale und man gewinnt danach einen Koffer. So habe ich es verstanden. Also es ist im Grunde dasselbe Prinzip wie der Royal Rumble, aber du kriegst danach nicht eine Titelchance, sondern du kriegst danach einen Koffer, den du dann einlösen kannst. Das ist das Prinzip. Ich wüsste zumindest nicht, dass da Leitern in Einsatz kommen, das hätte ich sonst überlesen. Aber ist halt eine nette Kombination, mal es so rumzumachen, aber ja, bringt halt nicht so viel Neues, außer dass du halt dir den Zeitpunkt für deinen Titel oder für den Einsatz deiner Titelchance halt selber spontan auswählen kannst. Ne? Viel mehr bringt das, glaube ich, nicht mit. Wir haben vorhin über Battle Royale gesprochen, Sebastian. Hast du die geguckt? Leider noch nicht, Hm? nee. Also ich habe den zweiten habe ich damals gesehen. Den dritten leider noch nicht. Was Aber macht denn die Battle ich werde es Royale auf jeden aus? Fall Was ist da anschauen, Besonderes? definitiv. Ist das nicht so ähnlich wie das Aztec Warfare? Hm, ganz genau. Dass man da auch pinnen und aufgeben kann? Ja, Pin und Submissions Finde ich genau. mega gut. Ja, mag ich auch sehr gerne. Als Rumble-Variante, dass du halt nicht nur die Over-the-Top-Dinger hast, weil damit kannst du auch große Gegner, also die großen, kräftigen, auch eliminieren, ohne dass du die rauswerfen musst. Ja. Und das ist eine total gute Lösung, weil das ist halt sowas, wenn du in den 90er so einen Yokozuna im Ring hattest oder halt so ein Big Show oder was auch immer, da war immer, ja, wie werfen sie die jetzt raus? Und da hast du halt noch eine weitere Variante, die damit zu eliminieren. Ja, du hast gesagt, Aztec Warfare. Hat jemand von euch überhaupt die Aztec Warfare Matches gesehen bei Lucha Underground? Ja, Ja. ja. Also zumindest die frühen. Ich weiß jetzt nicht, ob es in den späteren Staffeln noch eins gab. Aber zumindest das in Staffel 1 und 2 habe ich gesehen. Und die waren auch beide, fand ich, sehr, sehr gut. Weil es eben, ich sag mal, dieses etwas angestaubte Konzept des Royal Rumbles, was trotzdem sehr gut ist, so ein bisschen aufbricht und du einfach da neue Möglichkeiten hast. Ja, es gibt bei Aztec Warfare keine Over-the-Top-Rope-Eliminierung, glaube ich. Soweit, ich glaube auch nicht, ne? Ich glaube, das ist Nur, wirklich nur ja, Submission und Pin. richtig. Das ist der Unterschied dann zu Battle Royale nochmal. Ist über die Top-Rope geht es nicht. Aber es bietet halt auch die Möglichkeiten, dass natürlich auch gerade bei Lucha Underground die ganzen Highflyer auch mal aus dem Ring springen können. Weil es gibt ja auch keinen Countdown und keine Disqualifikation. Da passiert auch immer viel außenrum. Und da waren auch echt gute Dinger bei, muss ich einfach mal sagen. Also es hat mir viel Freude gemacht, die zu sehen. Natürlich auch da mit steigender Zeit schwindet auch ein bisschen die Qualität. Aber gerade am Anfang, so das erste Match, das war richtig gut. Das hat richtig, richtig Gaudi gemacht, das zu sehen. Und es sind halt auch, wenn wir mal kurz durchgucken, es gab es in jeder Staffel einmal. Wir haben am Anfang Prinz Puma, also Ricochet als Gewinner. Danach hatten Ja. wir Matanza Coeto, den heutigen Jeff Ach, Cobb als das war Gewinner. doch, das war, glaube ich, das, wo er, glaube ich, sogar debütiert ist, ne? Ja, genau. Da hat er alles Das zerlegt. war super, das war echt super. Dann hatten wir einmal Sexy Star, über die man heute, glaube ich, nicht mehr so viel reden sollte als Gewinnerin. Ja. Und Pentagon Dark, also Pentagon, wie heißt der jetzt? El Zero Miedo oder wie heißt der Name? Penta El Zero Miedo, Ah, genau. okay. Ja, der hat ja so oft den Namen gewechselt. Das ist ja etwas schwierig, ihm nachzukommen, wer es war. Ja, die haben das jeweils gewonnen. War halt wirklich mal als Letzter dann über, den Letzten eliminiert. Das ist immer ganz schön. Also das ist schon. Ich mag's. Ich mag das Prinzip. Leider Lucha Underground ja sehr stark abgefallen mit der Zeit, aber naja, es ist einfach so. Ja, und dann darf unser Jungspund mal einsteigen beim WWE Royal Rumble. Alle, WWE Royal Rumble. Was erwartet uns, wenn wir einen WWE Royal Rumble vor uns haben? Welche Regeln haben wir? Was werden wir da im Ring sehen und um den Ring sehen? Ja, also den gibt es ja auch schon einige Jahre, seit den 80ern auch schon, den Royal Rumble. Erst war es einfach nur quasi ein Gauntlet Battle Royale, dass nacheinander die Leute rauskommen. Und jetzt später wurde es dann eben auch verknüpft mit der Road to WrestleMania, dass man eben als Sieger des Battle Royals den Hauptkampf bei WrestleMania bekommt. Also höher geht's nicht mehr. Also da will jeder gewinnen, 30 Leute. Zwei beginnen und dann kommt nach 60, 30 oder gefühlt
wie man es gerade so meint, Sekunden, die Leute nacheinander raus. In den letzten Jahren war auch immer die Nummer 3 was Besonderes. Da kam dann immer jemand, entweder war es ein Cameo-Auftritt oder es war jemand wie AJ Styles, der dann wirklich über langfristig die WWE verändert hat. Der ist dann debütiert, ne? Glaube ich, im Rumble. Der ist dann debütiert, genau. Ja, und ganz genau. Die Kamera ist auf Roman Reigns geblieben. Ja, super. Tolle Kameraarbeit, WWE. Nach wie vielen Jahren? Mittlerweile 40, 50 Jahren kriegt man so einen guten Effekt trotzdem, Event trotzdem nicht eingefangen. Das ist schon manchmal ein bisschen traurig. Es ist, was soll man sagen? Das ist, es passiert halt, das ist, aber es war natürlich nicht gut. Kameraeinstellungen sind beim Rumble einfach ganz wichtig, gerade wenn diese Leute rauskommen. Und auch die Stimmung ist ja meistens beim Royal Rumble auch sehr groß, auch mit den Jahren gestiegen. Aber trotzdem hat WWE sich zwischen so 2011, 2017 dazu entschieden, das nicht mehr so in den Fokus zu rücken, sondern wirklich Allstars und Leute, wo vornherein klar war, dass sie nicht, wenn die gewinnen, dass es nicht gut ankommt, als Sieger zu zeigen oder auch Leute, die den Rumble schon öfter gewonnen haben, nochmal den Rumble gewinnen zu lassen. Hm. 2015 fand ich noch toll, weil da kam Goldust wieder, das war die Rückkehr von Goldust und dann hatte diesen Stare-Down mit Cody Rhodes, da sind die Leute auch wirklich ziemlich für abgegangen. Das war so ein kleiner Hochpunkt in dieser Zeit, aber nach 2017 ging es wieder los mit tollen Sachen. Dann hat man 2018 zum Beispiel dieses alte gegen neue Generation gemacht mit Roman Reigns, Finn Balor und Nakamura gegen Orton, Rey Mysterio und John Cena. Das war wirklich toll. Ric Flairs Titelgewinn 1992 war übrigens auch eine große Sache, weil da war der Titel, der stand auf dem Spiel. Das hat man später mit Roman Reigns auch gemacht, der seinen Titel aber sogar verteidigen musste. Im Rumble-Match. Gab es nicht noch einmal die Variante, wo dann der Titel auch da ausgefochten wurde, wo Triple H gewonnen hat? Das ist das. Das ist dasselbe Match. Ach, das ist genau. Das war dieses Jahr, genau. Okay. Ja, genau. Nee, dasselbe Jahr. Also, genau. Ja, genau. Ja. Das dann habe ich mich gerade vertan. Ich dachte, es wären zwei verschiedene gewesen. Wo am Ende Triple H gegen Dean Ambrose war, glaube ich, ne? Genau. Letztes und 2000 dann bei Roadblock, ja, genau. Genau, ja genau, das war das Match dann, da hatte man dann so ein bisschen aufgebaut und dann hatte man dieses unsägliche Match bei WrestleMania, Roman Reigns gegen Triple H. 2007 ist ja das Match so ein bisschen das Royal Rumble Match quasi zu einem Singles Match so ein bisschen mutiert, da haben wir so ein bisschen eine Vorschau nochmal gekriegt, auch das, was dann bei kommenden WrestleManias noch passiert, wo Undertaker und Shawn Michaels am Ende im Ring standen, gewonnen hatte am Ende der Undertaker. Oh ja, das war eine richtig gute Story-Erzählung, wo halt diese Verzweiflung von Shawn Michaels so richtig gut rübergebracht wurde. Das war 2010. Ach, das war danach erst? Das war 2010. 2007 war, wo der Undertaker den Rumble gewonnen hat, wo man schon so eine Vorschau gekriegt hat, wo die am Ende quasi ein Singles-Match noch hatten in dem Match. War das das, wo er den Superkick, die Sweet Chin Music ausgekonnt hat und den dann rausgeworfen hat? War das 2007? Richtig, genau. Das war 2007. Da bin ich wieder dabei. 2010 war wirklich, da war sehr viel los in diesem Royal Rumble-Match. Da war einmal, dass Shawn Michaels wirklich... Er musste gewinnen, er wollte den Rückkampf mit dem Undertaker und hat alles versucht, hat sogar dem Ringrichter damals einen Superkick gegeben, wurde aber von Batista eliminiert und hat alles versucht, hat sich lange drin gehalten, hat nicht geklappt. Aber gleichzeitig wurde im Match eben auch erzählt, dass Chris Jericho unbedingt diesen Royal Rumble gewinnen wollte, weil er ihn noch nie gewonnen hat. Und dann kommt sein ehemaliger Tag-Team-Partner, bei dem er sich lustig gemacht hat, zurück. Edge feiert seinen großen Return. Das ist mein Favorit, mein Lieblings-Royal Rumble 2010. 2020 war aber auch genial, weil da war nämlich der Moment, als Brock Lesnar da wirklich einen nach dem anderen rausgeworfen hat und am Ende bekommt er einmal den Schlag in die Weichteile von Ricochet und Drew McIntyre, gibt den Claymore raus und die Halle explodiert. Das war wirklich toll. Ja, das stimmt. Das war wirklich gut. Was wir natürlich immer gerne im Rumble haben, sind diese, du hast schon ganz viele Einzelgeschichten erzählt. Es gab ja auch immer diese Geschichte, ein Wrestler, der viele rauswirft und dann immer wieder wartet. Das hatten wir von Stone Cold einmal, das hatten wir von Punk einmal und ich glaube einmal von Bray Wyatt auch. Das sind, glaube ich, die drei, an die ich mich jetzt gerade erinnere. Oder fallen euch dann auch andere ein? Sebastian, hast du da noch was im Kopf? Ich überlege gerade, also bei Punk meinst du das, wo er der nächste Anführer gewesen ist, ne? Genau, richtig. Glaube ich, genau, da, wo er sich dann immer hinter Mason Wein und sowas versteckt hat. Ja, richtig, ganz genau. Das war echt cool. Ja. Das war auch der 40-Mann-Battle Royale. Ach Gott. Ja. Ach, das hat doch hier der nicht ganz so sympathische mexikanische Wrestler gewonnen, oder? Genau. Ja, genau.
Man könnte auch sagen Alberto del Rio. Ich habe gerade keine Lust, den Namen zu erwähnen. Nee. Albert vom Fluss, ja, genau. Ja. Ja. Ja, also, aber ich muss sagen, also 2020 hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, wo du gerade ansprichst mit Lesnar. Ich bin ja eh ein großer Lesnar-Fan. Und ich glaube, da stand da nicht sogar der Titel auf dem Spiel. Ich Nein, bin. nee, nee. Nee, nicht, ne? Ach, stimmt, das war nur Nein, in den Contender-Posten. er ist als Champion reingegangen und wollte als Champion gewinnen, damit er keinen Herausforderer haben muss. Ja, genau. So Auch war was das. Besonderes mal, ne? Weil ich glaube, die Variante, dass der Champion mit in den Rumble gibt, das gab es noch nicht so oft, oder? Nee, aber finde ich gar nicht mal so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin auch nicht der Meinung, dass Leute, die während des Royal Rumble Events ein Titelmatch gehabt haben, ein World Titelmatch, egal ob Herausforderer oder Champion, in dieses Match reingehen sollen. Finde ich Ja, auch das nicht stimmt. Ja, richtig. das Ja. stimmt. Aber wird ja schon seit Jahren gemacht, genauso wie ich schrecklich finde, dass du 20, 25 Leute des Teilnehmerfeldes vorher schon ankündigst. Finde ich auch blöd. Ich Ja. weiß, warum man es macht, damit, ne, viele Leute werden da sein, kauft euch Tickets, macht Sinn. Aber ich finde es halt nicht so schön, weil du nimmst halt viel Überraschung raus. Und das ist das, was beim Rumble immer zählt. Ja, ist Ja, richtig. und ich weiß halt auch nicht, jetzt mal ganz ehrlich, ob sich jemand für Titus O'Neil ein Ticket kauft. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Weiß man nicht. Durch Der seine bei großen Titus würde ich. Charity-Aktivitäten. Ja, genau, bei Titus ist ein schlechtes Beispiel. Ja. Ich glaube, für Okay, einen Bo dann. Dallas oder einen Curtis Ja, Axel genau. nicht zwingend. Ja. Ja. Ne? Das sind halt so die Fälle, wo du denkst, ja, die sind halt aber auch keine Überraschung, wenn sie dann kommen. Das ist halt auch das Ding. Ne? Das ist halt dann so, Ja. ja, ist halt da, fliegt auch gleich wieder raus. Wobei Bo Dallas ja, nee, Curtis Axel eine ganze Zeit nicht eliminiert wurde aus dem Rumble. Ne? Oder war Der das die ist Battle immer noch Royale? drin. Er ist immer noch drin. Ja, und wie hieß er? Maven, glaube ich, auch. Ach so, ja, da war auch noch was. Das ist schon ein bisschen länger her. Die längste Rumble-Teilnahme aller Zeiten. Ja, genau. Sebastian, was war Und denn dein der. Lieblingsrumble? Ah, ich denke da drüber nach, seit wir hier angefangen haben aufzunehmen. Und es ist echt schwierig, weil es da wirklich ein paar richtig coole gab. Zum Beispiel den, ich glaube, war das 2013, wo Sheamus gewonnen hat? Nee, das Glaube war ich. 2011. 12, Müsste das gewesen 11. sein? Oder nee, 2011 war der große Rumble mit dem Nexus und dem Core drin. Das wurde von Del Rio gewonnen. 2012 müsste Sheamus gewesen sein. Okay, der war richtig cool, weil da eben Sheamus, finde ich, auch sehr, sehr gut aufgebaut wurde währenddessen. Was glaube ich eh eine große Stärke dieses Matches ist, dass wir einfach Leute währenddessen einfach sehr stark als Sieger aufbauen kannst. Das hatten wir eben bei Battle Riot von MLW. Ich habe mir mal angeschaut, wer das bis jetzt gewonnen hat. Der erste Sieger war Tom Lawlor. Und ich weiß noch, dass ich das auch gesehen habe. Und da habe ich mir noch während des Matches gedacht, auch der Lawlor wäre echt ein cooler Gewinner. Obwohl ich ihn vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Aber man eben das dadurch sehr, sehr gut schafft, eben die Leute aufzubauen und Kannst die Leute dann gut eben. verkaufen, ne? Ja, richtig, Das richtig. stimmt. So wie es bei WXW war, als Bobby Ganz gewonnen hat zum Beispiel. Ja, da Das kommen wir gleich auch noch Shortcut-Match. drauf, Das genau, richtig. war auch sehr, sehr gut aufgebaut, wie ich fand. Aber mein Lieblings-Wumble, puh. Ich würde fast mit dem 2020er gehen. Ja, der war schon wirklich gut, Ja. muss man schon sagen. Also, Ja, der war ein schöner Tribut an Pat Patterson. ja, da war, stimmt halt auch sehr viel. Für mich persönlich als nicht so großen Brock Lesnar-Fan waren es vielleicht drei Leute zu viel, die er rausgeworfen hat, die für mich mehr Zeit verdient gehabt hätten im Rumble. Aber da kann ich notfalls drüber hinwegsehen. Aber an sich war es ein wirklich, wirklich cooler Rumble, stimmt. Ich fand den 2008 aber, glaube ich, der mit der Cena-Rückkehr, ne? Der war, glaube ich, auch ganz cool. Oh ja, das war der aus dem Madison Square Garden, glaube ich, ne? Ja, das kann sein. Ich Ja, überlege ja, gerade, ob es nicht der 2009er war. ja. 2008 hat Cena auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, 2009 war Orton. Aber ja, der war Ja, auch cool, stimmt. stimmt. 2009 war Orton, genau. Der war wirklich cool. Der fällt mir nämlich noch ein. Also ich gucke Rumble-Matches wirklich unheimlich gerne. Und natürlich der 7er, aber der hat eigentlich davon gelebt, von der Story Undertaker gegen Shawn Michaels. Ich glaube, der Rumble selbst war gar nicht so gut, weil da war auch ein Great Khali drin und sowas. Weiß ich nicht. Ich glaube, der war nicht so gut, aber die Story halt zwischen Undertaker und Michaels, die war halt das Gute am Ende des Rumbles. Ja, Denke ich. The Miz war Nummer 29 und 28 war Kali. Ja.
Dann haben wir noch den Rey Mysterio Rumble, den ich gut fand, weil der so eine schöne Geschichte erzählt hat für Rey Mysterio als den kleinen Überlebenden im Rumble. Und natürlich, Das war ja so sehr stark an die Eddie Guerrero-Zeit angebunden, ne? Dass er für Eddie das Ding holt. Aber ich glaube, auch da war der Rumble gar nicht so stark, aber die Geschichte war gut. Aber es gibt halt so viele, ne? Es kommt, also das mit den Überraschungen, das macht schon viel aus bei so einem Royal Rumble, dass auch Leute mal zurückkehren, mit denen du überhaupt nicht rechnest. MVP vor ein paar Jahren, das war schon, da gab es keine Gerüchte drüber. Das Einzige, was war wirklich kurz bevor Rumble stattgefunden hat, es gab eine Treppe für die Fans, wo die schon in die Halle reingucken konnten und da wurde gerade der Entrance getestet. Und dadurch kam es dann leider etwas vorher raus, dass man das schon gesehen hat. Aber ansonsten war das vorher gar nicht bekannt, dass er in diesem Match sein wird. Und das ist schon ganz toll, dass man solche Leute hat. Auch Carlito fand ich ganz toll, dass man solche mal wieder zurückbringt, weil die hatten ja Fans. Also die waren ja so bekannt. Und man kann nicht immer den Godfather oder den Hurricane zurückholen. Das ist nämlich so ein Ding. Ich finde, da gibt es so einen ganz schmalen Grat zwischen Rückkehr und du denkst dir, oh mein Gott, das ist so cool. Ja. Oder, oh mein Gott, das ist so schlecht. Wenn ich jetzt sehe, oder was heißt Rückkehr? Also sagen wir mal Überraschung. Als Oberbegriff im Rumble. Wenn ich dann sehe, dass dann in einem Jahr, wer war es? Booker T, Michael Cole und JBL, glaube ich. Oh ja, das war schlimm. Oder so. Die ganzen Kommentatoren, ne? Alle drei Kommentatoren im Rumble waren. Ja. Das war so schrecklich. Und dann musste Michael Cole noch verkaufen, dass er nicht merkt, dass Booker T die ganze Zeit in seiner Ringhose neben ihm sitzt. Ja, weil der auch untenrum keine Hose anhat. Wo ich mir denke, wie blöd könnt ihr eigentlich sein? Das ist doch so blöd dargestellt. Das ist total dämlich. Oder wenn es dann, weiß ich nicht, Hacksaw Jim Duggan oder so, brauche ich halt wirklich nicht mehr. Wenn es dann Leute sind, wie Daniel gerade sagte, MVP oder Carlito, die dann danach noch eventuell was machen, von mir aus auch nur ein halbes Jahr oder so, dann okay. Aber so ein One-Night-Only-Auftritt brauche ich halt wirklich nicht mehr. Der Carlito war auch in so einer bestechenden Form, als er zurückgekehrt ist, ne? Ja, genau. Meine Herren. Sowas ist natürlich toll, wenn die Leute sich nochmal zeigen können, dann so hier, ich bin noch auf dem Level, ich kann nochmal ordentlich was zeigen. Ja. Das ist schön, aber natürlich gibt es auch tolle Nostalgia-Acts, die dann vielleicht das nochmal als letzten Gruß nehmen, das ist auch schön. Nur davon haben wir ja gar nicht mehr so viele. Also deshalb, wir haben nicht mehr viele, die jetzt wirklich noch. Ich erinnere mich noch damals an einen Ricky Steamboat, der tatsächlich im Anführungsstrichen hohen Alter noch einiges zeigen konnte. Für solche Leute ist das auch noch spannend. Der war ja auch in einer guten Form für sein Alter. Ja, ne? Genau. Muss man sagen. Aber du hast halt, es gibt Leute, die, Hulk Hogan muss ich im Royal Rumble auch nicht mehr sehen. Nein, es gab auch mal diese Szene mit Jimmy Snuka und Roddy Piper. Wo ich sagen muss, ich bin nur ein großer Roddy Piper-Fan. Ich fand Roddy Piper immer super. Aber dieser Auftritt war für mich eher traurig als gut. Ja. Für ihn war es das Größte aller Zeiten, weil die Fans für ihn super ausgerastet sind. Ja, klar. Aber die letzten Jahre war Roddy Piper unbestechlich und quasi unangetastet am Mikrofon immer noch. Alles, was er gemacht hat mit dem Piper's Pit, war immer noch unglaublich. Aber im Ring war das einfach schon, das hätte man immer nicht brauchen müssen. Also der Einzug und dann irgendwas im Ring ein Segment machen, war er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Aber das alles im Ring, das war die letzten Jahre, weiß ich nicht, warum das immer noch sein musste. Ja, weiß ich auch nicht. Das macht irgendwie keinen Sinn. Was war denn für euch die beste Rumble-Rettungsaktion? Daniel, wer hat sich am besten gerettet aus dem Rumble vor der Eliminierung? Also ich weiß nicht mehr, ob es Naomi oder Kofi Kingston war, aber einer hat sich mal auf den Kommentatorenstuhl gerettet und ist damit wieder zurück in den Ring gehüpft. Das war Kofi, den Stuhl wie so ein Pogo-Stick benutzt hat. Genau, das war richtig toll. Das war richtig toll. Aber Naomi macht natürlich, John Morrison hat auch einige Sachen gemacht, aber das mit Kofi Kingston und dem Stuhl fand ich am besten. Ja. Sebastian, bei dir? Ich fand es am coolsten, wo ich glaube auch Kofi, ich bin mir nicht sicher, auf die Absperrung geklettert ist, wo die Fans halt dahinter sind und dann darüber wieder in den Ring gesprungen ist. Das war, glaube ich, John Morrison. John Morrison ist wie so eine Spinne, hat er sich da drangehangen. Ja. Ja. Genau. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, so typisch WWE. Das macht man einmal, das kommt gut an und dann macht man es die nächsten 5 Jahre immer. Ja,
Man Das macht übertreibt es man dann, ne? seitdem immer. Das Ja, oder seitdem. so. Oder so. Aber gut, dafür hat Kofi Kingston einen festen Platz im Royal Rumble Match jedes Jahr und wahrscheinlich sogar, wenn er seine Karriere irgendwann mal beendet, holt man ihn dafür immer wieder zurück. Also es ist schon, es reicht ja trotzdem nie zum Sieg, aber ich glaube, Royal Rumble Rekordhalter sind so Shawn Michaels, Kane, Goldust und ich glaube Dolph Ziggler. Die sind am meisten dabei gewesen. Ja, an dem Ja, Ringpfosten, genau. ja. Ja, stimmt. Genau, da stellt man sich immer vor, was passiert jetzt, wenn das schief geht? Ja. Da wird dann ganz kurz weggeschnitten und dann kann Kofi wieder in den Ring. Ich glaube nicht, dass man das vor Fans aber machen kann. Ich glaube, dann Na. ist einfach raus. Dann werden die improvisieren und sagen, das war's. Da bin ich mir sicher. Es gab doch mal diese Szene zwischen, ich glaube, Cena und Batista. Das Genau. Ding, wo sich der gute Vince dann die beiden Bänder oder die Achillessehne gerissen hat. Ja, genau. Wo dann offensichtlich war, selbst in der Wiederholung war es offensichtlich zu sehen, dass Batista zuerst aufkam. Oder Ja. anders, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das dann verkauft wurde mit, oh, die sind ja beide gleichzeitig auf dem Boden aufgekommen. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, Batista sollte gewinnen und Cena ist zuerst aufgekommen. So rum war es. Es Ich weiß es nicht ist, mehr. es gibt auch, und es gab auch diesen Moment, wo Titus O'Neil abgerutscht ist vom Ah. Ringseil. Und dann, er sollte ja unbedingt diesen Rekord brechen und Ach kam ja. dann viel zu, ja, ist dann aber viel zu langsam, viel zu lange hat er Das gebraucht. stimmt, ja. Ja, es gibt schon tolle, tolle Sachen vom Rumble eigentlich, die man dann noch erlebt, da muss man einfach sagen. Das war schon cool. Lass uns mal zum AEW Rumble gehen, zur Casino Battle Royale. Ein Casino Battle Royale hat ja einen Sonderstil. Die machen ja quasi, spielen ja ein Kartenblatt. Und zwar spielen die vier Blattfarben. Also bei uns heißt es dann Herz, Kreuz, Pik und Karo, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Englisch natürlich anders. Und dann noch den Joker. Und dann kommen die Wrestler gruppenweise raus. Wie fandet ihr das? Also Sebastian, mal die Frage an dich als erstes. Als du das erste Mal gesehen hast, bei der ersten Casino Battle Royale 2018, wie wirkte auf dich dieser Stil, die Wrestler auch rauszubringen? Finde das cool. Ja. Also ich sehe halt einfach, dass du halt dann nicht den Entrance von, sagen wir es mal, im AEW Universum an Relico zum Beispiel, dass du den nicht einzeln machen musst, weil jeder weiß, dass der eh nicht gewinnt. Der kommt raus, zeigt ein paar coole Aktionen und kann dann eben mit vier anderen oder fünf anderen rauskommen, seine Aktion zeigen und dann seinen Scheck abholen und wieder gehen. Finde ich halt deutlich cooler, als dann noch irgendwie eine Minute zu warten, bis er dann im Ring ist, nur dass er dann eine Aktion zeigt und dann wieder rausfliegt. Ja, okay, verständlich. Ich finde, man hat es in diesem Jahr besser gemacht, wenn man zumindest kurz die quasi eingeführt hat, die Leute, und nicht erstmal fünf Leute reinschickt und die Namen aufzählt. Wobei du am Anfang, beim ersten Mal wusste ich zum Beispiel teilweise gar nicht, welcher Name gehört denn jetzt zu wem? Das war mein Problem. Ich konnte nicht mehr Okay. zuordnen, wer denn wer ist. Daniel, welche Casino Battle Royale fandest du bis jetzt am besten? Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Es gab ja sogar mal eine Tag Team Ja, richtig. Casino, weil Ja. es ist, ich find das Konzept sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, weil du immer noch diese ganz, ganz große Überraschung hast mit der Mit Karte, dem Joker, mit ne? der Genau. Joker-Karte. Ja. Ich würde fast sagen, aufgrund dessen, dass sie die meisten Story-Elemente hatte, die 2021er mit Jungle Boy. Ist auch eine der besten Rettungsaktionen wieder, muss ich dazu Ja. sagen. Wie Jungle Boy sich da am Ringpfosten gerettet hat, das fand ich richtig gut, wie sich da drum geschwungen hat. Und halt Der auch die Geschichte am Ende. Joker war natürlich versaut, weil der Wrestler danach entschieden hat, dass er dann doch seine Karriere mal wieder beendet, um dann in einem halben Ja, Jahr gut, wieder das zu war halt kommen. einfach aufgrund von Verletzungen, glaube ich. Glaub ich das aber da kann halt niemand Hat er eigentlich schon wieder angefangen oder ist was er jetzt für. wirklich länger raus? Ja, er wird wahrscheinlich ein halbes Jahr und dann ist er wieder da. Ja. Es ist immer dasselbe. Er hat schon öfter seine Karriere beendet, ne? Ja, schon öfter. Okay. Ja, kann es sein, wegen Verletzung, klar, hast du vollkommen recht, Sebastian. Ich hatte da auch sowas gehört. Ist halt komisch bei, oder merkwürdig dann bei jemandem, der es schon öfter gemacht hat, wo du halt nicht mehr genau weißt, Ja.
Ist das jetzt halt ernst Ja. oder ist es halt nur, ja, das ist dann schwierig, aber gut. Auch da muss man, glaube ich, entspannter mit umgehen, Aber ja, man muss ja auch mitzutüten. sagen, es gab ja auch die Damenausgabe davon. Da war ja dann der Joker Mercedes Martinez und die ist, glaube ich, dann 3 Monate später zu NXT gegangen. Also, Ja. ne, gibt's halt auch immer mal wieder. Und bei der finde ich es auch immer noch, also Mercedes Martinez ist für mich eine der größten Schanden, warum man die nicht noch besser einsetzt, weil die so gut ist und Ja, so ja. viel mehr eigentlich noch bewirken kann. Das verstehe ich ganz oft nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wer hat denn bis jetzt gewonnen? Wir haben einmal haben wir den guten Hangman Adam Page, der die erste gewonnen hat, als Joker rausgekommen und dann gewonnen, dann das Titelmatch gegen Chris Jericho Jericho. um den ersten Titel. Ja, Das war ja genau. noch, da war ja noch nicht vergeben, ne? Das hat Ja. sich ja da entschieden. Dann haben wir, glaube ich, hat Lance Archer die zweite gewonnen? Hab da irgendwie sowas im Kopf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wisst ihr das zufällig noch? Ich schaue nach, Moment. Also ich habe irgendwie im Kopf, Lance Archer hat es gewonnen. Lance Archer, ihr habt ja alle schon Fighter Fest gesehen, ne? Ja. Ich würde sagen, Ja. Lance Archer ist das erste Mal wirklich gut rübergekommen in seinem Match gegen Moxley in den Texas, wie hieß es, Texas Deathmatch? Deathmatch, Ja. genau. Ich habe ihn vorher noch nie mit so viel Elan, mit so viel Energie wahrgenommen und auch so positiv aufgenommen erlebt wie in diesem Match bei AEW. Und du hast recht, der erste Sieger war Adam Page, dann Lance Archer, dann Jungle Boy. Die einzige Frauenausgabe bis jetzt hat Nyla Rose gewonnen und das Tag Team, die Tag Team-Ausgabe wurde gewonnen von Rey Phoenix und Pac. Ja, stimmt, vom Death Triangle. Ne? Genau. Stimmt, ja. Ja, das All-Out, das Prinzip ist halt ein bisschen anders. Ne? Wie haben schon gesagt, 5 Leute kommen rein, aber ansonsten ist es halt eine normale Battle Royale. Ne? Es geht nur über Ja. Over-the-Top-Rope-Eliminierung, es gibt keinen Pin und Submission. Und am Ende gibt es dann ein Titelmatch. Und das ist aber nicht an einem bestimmten Event geknüpft, sondern das kann auch einfach bei einer Dynamite-Ausgabe stattfinden, glaube ich, oder? Ja, genau, das war ja bei Jungle Boy so. Ja. Das war eine normale Dynamite-Ausgabe. Ja. Es ist also nicht so groß aufgegangen wie der Royal Rumble. Nee, das war Double or Nothing. Ach, das war Also schon Double or es gab Nothing. bis jetzt keine normale Ah, Dynamite-Ausgabe im okay. Battle Royale. Es war Double or Nee, Nothing und nee, All Moment, Out Moment, und nee. Revolution. Nee, das Match um den Titel. Ach so. Ja, Das genau, meinten das wir. Match für den Ach Sieger so. quasi. Ich dachte, ihr meint jetzt das Battle Nee, nee, Royale-Match. Ach das so, Match nein, für den nein, nein, Sieger. Da geht's drum. Und es ist auch so, ich glaube, es hat noch keiner von denen, die die Battle Royale gewonnen haben, am Ende den Champion besiegt, ne? Egal ob Männer, Frauen oder Tag Team. das ist richtig, ja. Das ist auch etwas, was wir so eigentlich gar nicht so oft kennen, weil eigentlich ist ja der Royal Rumble-Sieg oft ein Zeichen, dass jemand da gute Chancen hat, einen Champion zu besiegen. Aber hier bei AEW machen sie es wohl noch so, dass es nicht so gut möglich ist. Das heißt, der Erste, der das gewinnt, wird auch was richtig Besonderes sein, oder die Erste. Muss man so Ja, sagen. es geht eben darum, dass bei AEW die World Champions eine feste, vorgelegte Story Ja, haben ja. und eigentlich in den meisten Umständen, zumindest der World Champion, wird in den meisten, ja, das wird durch nichts anderes beeinflusst. So ist das bei AEW beim World Champion, ja. Einfach nur, es geht darum, dass man einfach nochmal zusätzlich den jüngeren Wrestlern oder Wrestlern, die man pushen möchte, mal so ein großes Match gibt. Und ja, weil Leute wie Kenny Omega oder Jon Moxley, da steht von vornherein eigentlich fest, wann die ihren Titel verlieren sollen Ja, und klar. gegen wen. Diese Das ist aber auch ganz Stipulation-Matches haben halt gut. nicht so den Gewichtspunkt wie bei der WWE, sondern es geht Ja. eher um langfristig erzählte Storys. Genau. Ja. Ja. Vor allen Dingen, also beim TNT-Teil eher weniger. Ja, Bei den gut, klar. Frauen strauchelt man da auch noch, aber bei den Tag-Team-Titeln und bei dem World-Titel, da ist es schon gut. Ja, muss man sagen, da tut sich schon einiges. Also es waren gute Battle Royale. Bis jetzt gibt ja noch nicht so viele, deswegen kann man auch gar nicht so viel zu sagen, aber von den gesamten Erzählungen da drin, ich glaube, ich habe noch keine gesehen, wo ich sagen will, die hat mir überhaupt nicht gefallen bei AEW. Habt ihr da Ja, eine? würd ich auch sagen, ja. Arnie, wie ist es bei Nö, dir? alles wunderbar. Ist natürlich noch nicht so viel Ja, Auswahl, richtig. aber es ist alles wunderbar gemacht worden. Du hattest genug überraschende Sachen. Du hattest genug, dass auch die Jungstars was zeigen konnten. Ja, also hat gut funktioniert bis jetzt immer. Und ich muss sagen, bei der Tag Team Battle Royale, finde ich, haben sie es richtig gemacht. Das war nämlich diese Battle Royale, wo
nicht direkt das ganze Team eliminiert war, wenn einer raus war, ne? Ja. Das finde ich gut. Das ist genau das Richtige, wenn du Tag Team Battle Royale hast, dass dann halt wirklich beide Leute eliminiert werden müssen. Das war am Ende ein bisschen holprig, weil man da nicht mehr weiß, wer ist jetzt noch drin. Das muss man vielleicht noch ein bisschen verbessern, fand ich. Also, aber ansonsten ist das natürlich auch sehr spannend gewesen. Eigentlich könntest du für sowas, für so ein Tag Team Battle Royale, vielleicht wirklich mal den Bildschirm nutzen, wo du dann einfach am Anfang eine Übersicht hast mit allen Teams, wenn alle im Ring sind. Und dann quasi, wenn jemand rausfällt, den kurz einblendest und das Team durchkreuzt, dass du siehst, okay, die sind jetzt weg. Oder mit Augmented Reality. Oh ja, das ist eine super Technik. Oh ja, das klappt ja auch sonst immer so gut. Großartig. Oder du nimmst einfach Marco Stunt und der läuft dann mit dem Schild rum, wer gerade raus ist. Genau, als Nummern-Girl, ja. Ja, da hat er auch was zu tun. War auch gut. Ja, AEW. Und jetzt kommen wir mal hier ein bisschen mehr nach Hause, würde ich sagen. Wir kommen zum Shortcut to the Top. Shortcut to the Top der WXW. Typische Royal Rumble-Prinzip wieder. Findet eigentlich immer im August statt, hat seinen eigenen Pay-Per-View auch dafür. Und ja, auch da haben wir schon richtig tolle Geschichten gesehen. Daniel, was war deine Lieblingsgeschichte beim Shortcut, die du so erlebt hast? Also ich würde schon fast sagen, auch weil ich live selber vor Ort war und ich sehe gerade die Jahreszahlen, ist einfach vom Gefühl her, ist das noch gar nicht so lange her, aber dann doch wieder lange her. Und zwar war das 2019, als Timothy Thatcher am Ende zurückgekommen ist, wo das Licht ausging. Und dann stand er da. Da waren tolle Sachen drin, wie Ilya Dragunov gegen Jörn Simmons, die dann so im Ring gegeneinander kollidiert sind. Andy, der anderen zeigen wollte, wie man theoretisch Leute eliminieren könnte. Ja. da waren Comedy-Elemente drin, da waren Power-Aktionen drin, da waren Überraschungen drin, weil der Kevin ist da auch zurückgekehrt in diesem Match und das war wirklich ein toller Shotgun to the Top und so muss man das machen. Ich glaube, da ist doch nicht nur der Kevin, ist da nicht sogar reich und schön insgesamt zurückgekehrt einmal für den Abend zusammen oder war das im Jahr danach? Nein, Marius van Beethoven ist schon lange nicht mehr bei der WXW gewesen. Schon ewig nicht mehr. Der war 2019 schon lange nicht mehr da und seitdem auch nicht mehr. Nee. Wen habe ich denn da falsch im Kopf? Wen habe ich denn da gerade im Kopf? Ich habe die beiden nochmal zusammen gesehen. Nee. Ich weiß gerade nicht, auf wen du hinaus möchtest, aber Marius van Beethoven ist schon lange. 2017 war er dabei. Oh, das ist aber schon lange her. Ja. Für dich ist das schon lange her. Ich bin 2017 noch gar nicht so weit weg. Ja, stimmt, da war er noch dabei. Habe ich mir jetzt vertan. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die beiden nochmal zusammen aufgetaucht sind. Aber dann war das ja. Und dann war es noch nicht so, ist es nicht so nah dran, ja. Hey Sebastian, dein liebstes Shortcut? Da bin ich gerade zufällig drauf. Ich habe bei Catchplay aufgerufen, das Shortcut 2016. Warum gerade? Weil es einfach so viele coole Geschichten hatte. Du hattest am Anfang. Ich glaube, als Nummer 1 sogar Chris Hero, der zurückkommt. Oder als Nummer 2, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Dann hast du unser Maskottchen, den Alpha Kevin, der eben Hero dann eliminiert. Das war ziemlich fantastisch. Dann hast du, das war der letzte Abend von Tommy End bei der WXW, also wo er seinen Abschied angekündigt hat. Und wollte dann nochmal das Match gewinnen. Dann hat sich Axel Dieter Junior rausgeschlichen, hat sich irgendwie draußen hingelegt, damit er nicht eliminiert wird. Er hat dann Tommy End eliminiert. Und dann hat natürlich der große Rückkehrer Carsten Beck, der da sein Farewell bekommen hat, dann Axel Dieter eliminiert. Und dann diese Ansprache danach von ihm, dass er eben einer von uns ist, einer von den Fans, der ja noch vor Jahren selber da am Ring stand und gejubelt hat. Das war einfach wirklich fantastisch. Ja, das stimmt. Das war schon wirklich toll. Ich bin ganz stark beim Daniel mit dem der Thatcher-Rückkehr, weil das von Carsten Beck war ich leider nicht live dabei. Aber die Rückkehr von Thatcher und auch wie er dann am Ende einen Walter mit einem Sleeper-Hold quasi eliminiert, was ich total cool fand für eine Eliminierung in einem Royal Rumble einfach mal. Ja. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Das war fantastisch. Ich weiß auch noch, ich war auch da, ich glaube, ich stand sogar mit Daniel, das war glaube ich die erste Show, wo wir uns gesehen hatten, Daniel. Richtig. Und ich weiß noch, wie, ich glaube, bei der Nummer 24 oder sowas, da war ja dann, Leon van Gasteren, glaube ich, niedergeschlagen wurde und dann nicht im Match war. Und ab dieser Nummer
hat er die ganze Halle gebrüllt wie von Thatcher. Und der dann wirklich rauskommt, das war so fantastisch. Ja, das war schon richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht auch. Wir haben uns ja alle über das Jahr, glaube ich, Thatcher auch gewünscht in dieser großen Rolle. War ja Ja. da wieder eine Zeit lang nicht da. Und das war einfach so göttlich. War das nicht auch der Rumble, wo Iri den Bugs aus dem Ring gebounced hat? Oh, das war, weiß ich jetzt Bin gerade mir gar da auch nicht nicht. mehr so sicher, ob das da war. Der hat das ja einmal den aus dem Ring rausbefördert mit seinem Pounce, wo er den einfach umrammt. Weiß nicht, ob das da war, ob das bei einem Lass anderen mich war. kurz gucken. Gehen Ich wir bin mir mal nicht auf sicher. Recherche. Also die waren auf jeden Fall beide im Matches. Kann Ja. durchaus sein. Und natürlich, auch wenn David Starr kein guter Name mehr ist, den man erwähnen möchte, aber auch die Geschichte da von ihm, dass er halt wieder scheitert an Walter und halt auch an Ilja, das war auch eine gute Geschichte, die erzählt wurde. Ja. Auch wenn er halt, wie gesagt, keine Person ist, über die man heute noch gerne spricht. Auch wenn er sich gerade wieder zurückbewegen will. Und das war doch, überlegen, war das der, wo auch. Ne, die Damen waren erst beim 2020 das erste Mal dabei, ne? Ja, Glaube ich. genau. Ja, Genau. das genau, das war der No-Fans ohne Fans. Genau, du hast beim 2019er war noch die, na, wie heißen sie? T-Hawk, L. Lindemann Ah und ja, wer ist Strongheart? genau, die Stronghearts, Strongheart, genau. die waren dabei, richtig, ja. Das stimmt, die waren auch dabei, ja. Ja, und natürlich der Kevin und der Avalanche und alle halt die ganzen Namen, die man da hat, die halt dabei waren. Princess Caspian war noch dabei. Das war das letzte Shotcut von Princess Caspian, der danach leider verletzungsbedingt aussteigen musste. Ja. Hoffentlich mittlerweile schon etwas besser geht. Ja, Ja. vieles, was passiert ist. Levaniel, der wieder. War das Levaniel, wo er sich auch reingequatscht hat in den Shotcut? Wo er wieder seine Promo gehalten hat am Anfang? Ja, ich gehe davon aus, Macht er, ja. glaube ich, immer, Ja. ne? Dann gab es ja Kyle Fletcher, Mark Davis, Ja, Aussie Open, genau, wir waren auch dabei. Char Samuels Stimmt, Char war ja auch. Samuels war die Ja, große Char Überraschung. Samuels. Wo, da kam doch auch Carsten raus und meinte, er hat einen alten Freund mitgebracht. Ja, Ja, das genau. war schön. Ja. Stimmt, ja. Der mittlerweile bei NXT UK ist, ne? Oder? Ja. Ach, wirklich? Ja, Charles Samuels ist Okay. schon länger bei NXT UK und Schön. hat seinen Namen abgelehnt, den man ihm gegeben hat. Er kam als erstes mit einem anderen Namen raus, hat dann gesagt, so heiße ich aber nicht, ich heiße Charles Samuels. Fantastisch. Ja, cool. Mittlerweile ist er so ein bisschen der Mentor von Noam Dar, glaube ich. So Ah, ein okay. bisschen. Ja, kann man machen, ne? Ja. Aber ganz generell, also es gibt so viele coole Momente, wo man sich dann erinnert beim Shortcut. Ich glaube, da hat es auch aufgeschrieben. Das war 2017, war ich auch vor Ort in Köln, als Bad Bones gewonnen hat und sich damit Wise angeschlossen hat. Wo dann eben auch wieder ein gewisser Mensch zusammen mit ihm irgendwie als letzter im Ring war. Dann von ihm eliminiert wurde und dann eben, ich glaube, es war sogar Pete Bouncer und Ivan Kiev, die dann aus dem Ring gestiegen sind. Und Ja, das waren die beiden. Weiß ich auch ihn noch. dadurch zum Sieger gemacht haben. Das war Ja. wirklich cool. Nee, das war auch cool. Das war halt eine gute Geschichte, die wir da erzählt wollen, ne? Da hat man wieder eine richtig Ja. tolle Geschichte zu Ende erzählt. Ja. Ja. Und ich finde auch im letzten Jahr, der halt No Fan war, Shotcut war ohne Fans letztes Jahr, ne? Ja. Oder? Ja. Ja, genau. Da, der war auch cool, dass halt so jemand wie ein Mike Schwartz, so ein Eigengewächs, wirklich so ein alteingespielter Wrestler, einfach mal das Ding gewinnt. Und danach eine sehr coole Stipulation auch im Championship-Match kriegt, also mit seiner Disco-Wemserei, was auch sehr witzig war. Das stimmt ja. Es war halt schön, auch mal auf die Leute zu setzen, die man halt immer dabei hat und auch so ein bisschen Lob für die Leute. Und es war halt ein Intergender Royal Rumble. Was auch mal was anderes war, ne? Auch nicht so oft. Das stimmt. Habt ihr schon mal sonst, also bis auf jetzt kleine Auftritte, man hat ja früher schon gehabt, wir hatten China drin, wir hatten Beth Phoenix drin, immer mal wieder einzelne. Aber dass so viele Damen auch antreten durften, dass es wirklich so eine Intergender-Art ist, habt ihr sowas schon mal erlebt bei einem Royal Rumble? Ich Nee, erinnere also mich nur nicht. Nee, diese ich auch. Einzelauftritte, auch Awesome Kong, also Ja, genau. Karma war ja mal drin, aber ansonsten, Ja. nee. Ja. Und bei der WXW war es ja, glaube ich, mal Jessie Gabbert, die dann mal Genau. aufgetaucht ist. Richtig. Die waren mal drin. Und hier waren ja, also Baby Allison war dabei, Killer Kelly war dabei, Stephanie Mace war dabei, die drei weiß ich jetzt noch. Und dieses Jahr sind es ja noch einige mehr.
dabei sind, ne? Ja. Nikki Foxley ist angekündigt. Genau. Delia ist, glaube ich, auch angekündigt. Ja, Ja. richtig. Und wenn ihr das hier hört, dann haben wir schon über das Shortcut 2021 gesprochen und ihr könnt euch das nochmal anschauen. Wir haben nämlich diesmal ein Watch-Along gemacht zum Shortcut, wo ihr dann mal unsere direkten Reaktionen mitkriegt und dann auch mal gucken könnt, wie uns das denn live gefallen hat. Mal was Genau. Neues vor Und wir unserem komplett Podcast. ausrasten. Ja, mal schauen, ne? In welche Richtung. Ja. Aber ich glaube, es ist bis jetzt ich habe ein ganz gutes Gefühl, wenn ich an den diesjährigen Shortcut denke. Also, ich freue mich drauf. Wir haben tolle Leute drin. Also, muss man einfach sagen. Ja. Ja, also ihr hört euch das ja jetzt an, wo wir schon die Reaktion gehabt haben. Also das als Levanje gewonnen hat, mega. Ich fand den ganz gut, wo der Kevin gewonnen hat. Das finde ich sagen, das war schon. Dass die den mal so hoch pushen, dass der dann auch direkt noch den Malani den Titel abgenommen hat an selben Abend. Ja, und den Shotgun-Titel auch noch dazu gewonnen hat, Ja, vorher noch. Also der hat ja am schon Ende krass. sogar als Double Champion. Ja. Und auch sogar noch Amal besiegt vorher. Ja, ich habe gehört, er soll jetzt den Damentitel auch noch kriegen. Also Ja. wenn dann machen wir es auch richtig. Weil er Amalia so gut leiden kann, da war gegen die auch nochmal antreten. Genau. Ja, auf jeden Fall, wir hatten mit Sicherheit Spaß beim Shortcut. Ihr wisst es jetzt schon eher als wir, aber wir nehmen das Ganze vorher auf. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Rumbles, glaube ich. Ihr seid auch beide, glaube ich, Fans vom Rumble, oder? Ja, auf jeden Ja. Fall. Wenn ihr jetzt ein Rumble empfehlen würdet, ein Rumble-Match, egal von welcher Promotion, welches würdet ihr den Zuhörern empfehlen, was man sich auf jeden Fall angucken sollte? Ein einzelnes. Machen wir es mal schwerer. Daniel, du darfst zuerst. Royal Rumble 2010. Weil ihr habt da die Story, so eine tiefgründige Story, die auch wirklich euch belohnt, wenn ihr dran seid und für die nächsten Monate mit Shawn Michaels und mit Edge, der das am Ende gewinnt, da habt ihr wirklich diesen Return, mit dem keiner rechnet, der dann kommt und wo die Leute einfach komplett abgehen, die Reaktion dazu, den müsst ihr euch einfach ansehen. Ja, das stimmt. Sebastian, von dir. Ich würde sagen, das erste Aztec Warfare. Weil du hast eine heiße Promotion zu dem Zeitpunkt, die absolut abliefert. Du hast ein neues Match-Konzept. Du hast wirklich coole Charaktere drin. Einen starken Sieger, der dann eine coole Story bekommt danach. Ja, das würde ich empfehlen. Ja, und ich würde den Shortcut to the Top 2019 mit Thatchers Rückkehr nehmen. Hört euch einfach mal an, wie es ist, wenn einer der beliebtesten Wrestler der WXW in seinem Wohnzimmer zurückkommt und wie die Fans da reagieren. Das ist einfach Gold wert. Also dieser Shortcut war richtig toll. Und damit habt ihr drei verschiedene Promotions, die ihr euch angucken könnt. Aztec Warfare, es gibt die erste Staffel noch auf DVD, glaube ich. Das könnt ihr da sehen. Ja. WWE natürlich, WWE Network, WXW auf WXW Now und alles andere. Wenn ihr noch Tipps haben wollt, schreibt uns einfach an. Und wir würden gerne mal von euch wissen, was sind denn eure liebsten Rumbles oder auch Battle Royals? Hinterlasst das gerne mal in den Kommentaren. Und natürlich auch gerne eure Meinung zu dem, was wir hier wieder verzapft haben. Ob ihr damit einverstanden seid, ob ihr irgendwo Kritikpunkte habt. Immer wieder gerne an uns das Ganze. Und damit sage ich, danke Daniel, danke Sebastian, dass ihr wieder dabei wart. Danke für die Einladung, gerne wieder. Gerne, hat Spaß gemacht. Das ist immer wieder schön zu hören. Und damit wünschen wir noch allen Zuhörern einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr das hier hört. Und wir hören uns dann im September mit neuen Inhalten wieder. Im August ist ganz viel für euch voraufgezeichnetes. Bis dahin, macht's gut.